Ausschauen tut sehr gut. Schmeckt auch. Wunderbar. Doch, tu das nicht in die Creme ein. Sehr ähnlich, entschuldige. Sag mal, wie lange ist denn das schon her, dass wir das letzte richtige große Abendessen gehabt haben? Ja, seitdem die Kinder langsam selbstständig werden oder mehr da ans Haus sind. Na, das meine ich ja nicht. Ich meine, seit wann wir das letzte Mal Gäste gehabt haben? In einer Ewigkeit. Eine Ewigkeit. Erinnerst dich? Früher, lass das! Na, ich hab nicht das. Früher haben wir mindestens zweimal in der Woche Gäste gehabt. Ja, und mindestens zweimal in der Woche hast du geglaubt, dass man dabei nur dick wird und das ist schon alles satt sind, bevor es kommen. Ja, aber es war doch schon lustig. Ach, weißt du, dass mir heute zum ersten Mal wieder richtig Spaß macht zu kochen? Wieso? Was macht er da immer frei? Irrtum. Ich habe nie gern gekocht. Was? Du sagst mir jetzt. Ach, nicht. Glaubst du, das macht Spaß, tagtäglich für 5 Leute kochen müssen? Naja, ich meine. Jeden Tag dieses Zeug anschleppen. Am Abend wird alles aufgegessen, am nächsten Tag musst du alles wieder heranschleppen. Sisyphus ist ein. Gib mir doch bitte den Schöpflöffel daher. Da. Ja, ja. Danke. Sisyphus ist ein Wurm gegen eine Hausfrau mit einem Mann und 3 Kinder, das sage ich dir. Gibst du jetzt die Creme weg? Braucht die du. Sag mal, wieso hast du mir eigentlich nie gesagt, dass dir das Kochen keine rechte Freude hat? So klar ist mir das ja nie gewesen. Klar ist es mir erst, seit bei uns die Kocherei nicht mehr die Regel ist. Ah ja, und bevor du fragst, die Vorstellerei in der Maschinenfabrik in Floridsdorf war wieder nix. Die suchen zwar eine Spanisch-Korrespondentin, aber die darf nicht älter als 25 sein. Fandango tanzen sie das wahrscheinlich auch noch kennen. Ja, ungefähr so. Das sollst du mir vergessen, du musst sagen. Im Augenblick scheint die Nachfrage nach Spanisch-Korrespondentinnen wirklich nicht groß zu sein. Aber ich werde schon was finden. Ja, du, ich weiß nicht, ob das so notwendig ist. Es ist. Was ist das? Na, ich wollte dem Heine heute den Taschengeld geben, du. Aber dieser Braten, was glaubst du, was der kostet? Hier riecht's ja hinreißend. Kann ich was haben? Nein, du kannst nachher mit uns essen. Kannst dir ein Gedeck auflegen. Ich meine, ob ich jetzt etwas haben kann. Jetzt. Hier. Im Eiskasten ist noch ein Käse. Du verstehst mich nicht, ob ich was von dem Warmen da haben kann. Nein! Ich lass mir von dir doch nicht den schönen Braten zerstückeln. Du kannst nachher mit uns essen, Dankeschön, oder? Dankeschön, ja, mit Herrn Dr. Rameder. Danke vielmals. Ich gehe zur Claudia runter. Bitte, wie du willst. Hier kannst du jedenfalls erst essen, wenn wir alle essen. Guten Abend allerseits. Servus. Ist hier noch Platz für einen armen Heimatlosen? Sind die Gäste schon da? Nein, noch nicht. Was gibt's denn zu essen oben? Oh, Kalbsbrust. Gefüllte. Und du hättest uns nichts mitbringen können? Nein, hätte ich nicht, denn weißt du, die gefüllte Kalbsbrust, die darf man erst im letzten Augenblick aufschneiden. Hör ich. Und habt ihr vielleicht was zu essen für mich? Nein. Auch nicht. Warum nicht? Der Fall ist eingetreten. Welcher Fall? Der Notfall. Das sind unsere letzten Groschen, lieber Bruder. Hast du vielleicht was bei dir? Mir sind nämlich 2 Nachhilfestunden ausgefallen. Wegen Grippe. Und die Kramereks haben vergessen, mir was zu bezahlen. Und hat die Mama nicht... Doch. Aber wir haben vergessen, dass man den Strom auch bezahlen muss. Und das haut unsere ganze Monatskalkulation über den Haufen. Soll ich raufgehen und Sie fragen, Nein, ob Sie... Nein, bitte nicht. Schau, Sie tun ja eh, was möglich ist. Das ist schon so spät. Okay, kümmerst du dich um den Wein, ja? Bitte? Ja. Du, hast du noch 200-300er für mich? Nein. Das sind für die Getränke aufgegangen. Ich wollte dem Heini noch sein. Na gut, der erste ist ja bald... Irgendwie werde ich schon hinkriegen. Wir verkaufen den echten Kupka. Nein, das wäre schade. Naja, aber
Da haben wir wenigstens wieder was für ein paar Wochen. Und irgendwann muss ja der Prozess von der Claudia stattfinden. Irgendwann? Nein, nicht irgendwann, sondern in 2 Wochen. Und dann gibt's Geld. Nicht so viel, wie wir geglaubt haben, was ja leider doch ein Vergleich werden wird. Aber immerhin. Woher weißt du das? Ja, ich war heute zufällig bei deiner Rechtsanwältin. Schorsch, du bist ein Schatz. Ich weiß. Aber leider merkt sonst niemand. Doch, ich. Ja, zur Sicherheit stellen ein bisschen mehr Bier kalt. Sag einmal, war das vorhin dein Ernst? Was denn? Ja, dass du das Kochen immer gehasst hast. Warum erschüttert dich denn das so? Du tust ja gerade so, als hätte ich dir gesagt, dass ich eine Mörderin bin. Ja, ich meine, wenn ich bedenke, dass ich 2 Jahrzehnte lang geglaubt habe, du machst das gern. Lass die Creme in Ruhe. Ich habe nur die kantierten Kirschen ein bisschen in Symmetrie gebracht. Ja, aber du hast mir nie was darüber gesagt. Gott, mach doch kein Drama draus. Es hat halt sein müssen, ne? Und wer weiß, wenn du in Pension bist, sagst du vielleicht auch, dass du die Steuerkanzlei gehasst hast, ne? Das ist leicht möglich. Sehr leicht möglich. Ehrlich gesagt, mir hängt es zum Häuser aus. Jeden Tag diese Gesichter, der Chef mit seinen Pulvern und mit seinem Ulkus und der Rameda mit seinem Neopositivismus. Manchmal denke ich, nicht anschauen kannst du das, nicht anschauen. Soll ich da was sagen? Ja, wenn du mich da vorbeilässt und ich das hinstellen kann, ja. Also sag mal was. Manchmal gehen mir die 2, der Rameda und der Chef, so auf die Nerven, dass ich sie erwürgen könnte. Darf ich dir jetzt was fragen? Fragen kann man immer. Warum hast du sie denn dann eingeladen? Hm? Ja, Gott sei Dank, nette Leute. Na ja, dann. Ja, und schließlich, das sind ja meine Arbeitskollegen. Ja, schließlich. Und dann, ich hab gedacht, ich mach ihnen eine Freude. Wir leben ja beide allein, der Chef ist Witwer, der Rameda Junggeselle. Vielleicht freut sie es. Nur ein warmes Abendessen und ein gemütliches Gespräch. Darf ich dich was bitten? Bring sie erst nach dem Abendessen um. Das kann ich nicht versprechen. Das wäre mir so peinlich. Gehst du von der Creme weg? Mit 13 Kirschen. Das ist ein schlechtes Omen. Wieso bist du überhaupt hier? Früher bist du doch immer ausgegangen am Abend. Eben. Ein Partylöwe, ein Kater auf geheimen Pfaden. Ein klasse Bursch, ein Aufreißer. Unwiderstehlich. Und jetzt? Ist was los mit dir? Nein, nix. Nur, dass ich die Unwiderstehlichkeit scheinbar irgendwo verloren habe. Und außerdem bin ich ziemlich stier. Und ein Minimum an Investitionen brauchst du auch auf den geheimen Pfaden. Die Zeiten, wo ich mir mit einem spendierten Cola sämtliche 7 Himmel aufgeschlossen hab, sind vorbei. Man wird alt. Da, das ist mein letztes Krandl. Da habt ihr es. Ja, aber wenn's dein letztes ist. Ach, vergiss es. Ich kann hier raufgehen und mich in froher Gesellschaft an gefüllter Kalbsbrust vollfressen. Danke, Schorsch. Ich hol Burenwurst vom Standl, ja? Ich geh mit. Ich mach Tee. Also ich bin für Leberkäse. Ist billiger und gibt mir aus. Kauf auch genug Brot, wegen morgen. Mhm. Beeilt euch. Was ist los mit dir? Claudia, ich bin in einer Krise. Einer Krise? Vom Studium graust man. Ja, das ist aber bei dir nichts Neues. Die Familie, seitdem ihr da unten seid,
Halt da oben manchmal das Gefühl zu ersticken. Neugierig bin ich, was du zu dem Liguster sagst. Hoffentlich kann wenigstens der über was anderes reden als nur von Steuern. Sag, hat er eigentlich eine Frau? Eine Freundin? In dem Fall hättest du denn. Laut eigener Aussage, nein, hat er nicht. Drei alleinstehende Herren? Und die Erika lebt auch allein? Das war einmal eine sehr hübsche Frau. Na, das ist sie noch immer. Die ist halt sehr anspruchsvoll. Ganz anders als wir anderen. Das ist kein Kompliment für mich, ne? Ja, sie hat dann so ein paar Affären gehabt. Na, nicht gerade Affären, halt Beziehungen. Aber am Ende hat immer sie Schluss gemacht. Bis auf diesen Solokowski. Aber der hätte beinahe ihr Vater sein können. Na, überweib. Oh, nur sehr gescheit. Und deine schöne Blonde? Die. Ich mach das mir ein total Wurstel. Du bist zusammen mit einem verheirateten Assistenten. Ach so? Ja, ja, die ganze Fakultät weiß das. Nur ich, Trottel. Bist du allerletzt erfahren. Wo ist eigentlich der Pauli? Ich hab den schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Du? Ich auch nicht. Ich kann dir auch sagen, warum. Er hat dieses Semester in Graz inskribiert. Was? Ich hab geglaubt. Was? Ich hab gedacht, dass du. Dass er und du. Dass da was war, meinst du? Nicht direkt, aber schon. Ich hab nicht gewollt. Ich, verstehst du? Ich meine, du bist doch nicht kuppeln. Ja, Blödsinn. Wenn sich jemand nicht so primitiv verkuppeln lässt, dann ist das die Erika. Und so begehrenswert sind deine Kollegen ja auch nicht. Die Erika soll sie ein bisschen aufmuntern. Damit der Abend ein bisschen Spannung kriegt. Das ist eine sehr kühle Art, die Dinge zu betrachten. Geradezu herzlos. Machiavellistisch, würde ich sagen. Wenn du weißt, was ich damit meine. Aber natürlich weiß ich, was du meinst. Schließlich habe ich den Machiavelli ja im Original gelesen. Ach du liebe Zeit, ich bin ja noch gar nicht fertig. Da kommt einer auf die Minuten genau, statt eine Viertelstunde später. Komm doch, mach doch, komm, geh mal auf, führ ihn herein, gib ihm was zu trinken. Bestimmt der Ramenda. So geht doch schon. Ich hoffe, das kann nur dieser verdammte Ramenda sein. So unhöflich sein, dass er pünktlich ist. Oh, Kollege Ramenda, schön, Sie einmal bei uns zu sehen. Guten Abend, Herr Kollege. Guten Abend. Ich hoffe, ich bin noch nicht zu spät. Aber keine Rede. Da kommen Sie herein, aber ist schon gut. Fühlen Sie sich bitte wohl und zu Hause. Darf ich? Ja. Bitte? Ach so. Ich hoffe, es macht Ihnen ebenso eine Freude wie mir, dass wir uns einmal außerhalb des Büros sozusagen auf rein privater Ebene treffen. Logisch. Darf ich Ihnen die... Ah ja, das aber. Das ist wunderbar. Meine Frau wird gleich da sein, sie hat sich ein bisschen verspätet. In der Küche kommen Sie. Darf ich Ihnen wenigstens das? Das ist zu lieb. Ach so. Ja, selbstverständlich. Bitte, Kollege Ramenda, kommen Sie. Nein, nicht hier, das ist das Boot. Bitte, Kollege, hier. Nehmen Sie doch Platz, Herr Kollege. Darf ich Ihnen irgendwas anbieten? An Wermut vielleicht? Nein, danke. Ich bin wahrscheinlich der Erste. Ja, Sie sind halt ein pünktlicher Mensch. Oder vielleicht ein Schluck an Whisky? Nein, danke. Na, wirklich nicht? Nein, danke. Oder ein Glas Wein? Nein, danke. Ich bin ja nicht Alkoholiker. Ah ja, natürlich. Ein Orangensaft. Nein, danke. Ich bin überhaupt nicht durstig. Überhaupt. Bei dem Wetter draußen. Ach so? Das Wetter draußen? Bitte, nehmen Sie doch Platz, Herr Kollege.
Ist überhaupt nicht aufgefallen, dass heute der Wetter da ist. Ein besonderes, meine ich. Es ist feucht draußen. Hohe Luftfeuchtigkeit, nicht wahr? Komisch. Ich? Nein, nicht Sie. Bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Kollege. Ich meine, dass man immer sagt, das Wetter draußen, oder? Es regnet draußen. Also, als ob es im Zimmer auch regnen könnte. Oder als ob im Badezimmer die Sonne scheinen könnte. Ist doch komisch, ne? In einer Wohnung kann überhaupt kein Wetter herrschen. Ja, da haben Sie recht. Höchstens so eine Art Kleinklima. Oder wie man so sagt. Eine schöne Zeichnung, das. Nein, das ist keine Zeichnung, das ist ein Holzschnitt. Trotzdem schön. Ja. Waldviertler Landschaft von Franz Traunfellner. Wir haben es ganz gern. Wie soll ich sagen? Es gibt dann auch innerhalb der Wohnung das Gefühl, dass es nur draußen gibt. Oder so. Es hat geläutet, Herr Kollege. Bitte? Ach so, ja, Sie entschuldigen mir einen Augenblick. Einladung. Abendessen. Blödheiten. Abend. Schön, Sie zu sehen. Woher wissen Sie denn das? Sie haben mich doch mindestens 10 Jahre nicht gesehen. 13. Meine Frau und ich haben uns das gerade vorhin ausgerechnet. Ach. Marianne! Aber doch, es ist schön, Sie zu sehen. Doch. Soll das ein Kompliment sein? Das ist die Wahrheit. Hasel! Sie sehen großartig aus. Sie haben sich ja überhaupt nicht verändert. Na, umso besser. Wo ist sie denn? In der Küche ist sie noch. Ach, servus. Servus, Erika. Es tut mir leid, ein bisschen dauert es noch. Ich hänge mit der blöden Kalbsbrust. Ich helfe dir. Aber bitte. Sie noch. Da können wir wenigstens ein bisschen tratschen vor dem Essen. Du, ich habe dir ein Buch mitgebracht. Ich hoffe, du hast das noch nicht. Danke dir schön. Komm rein. Danke. Hübsch, wirklich hübsch. Ja, bin auch ganz erstaunt. Hat sie wirklich gut gehalten. Eine Art Urlandschaft direkt. Naja, Urlandschaft. Ach so, Sie meinen den Holzschnitt da. Ja. Schon was ganz Besonderes. Die Natur. So, und jetzt schieb's rein. Und jetzt voll aufdrehen. Und in ein paar Minuten ist der Braten fertig. Fein. Ich habe kein rechtes Gefühl mehr für diese Brauterei und Kocherei, seit ich wieder berufstätig bin. Und mögen aber sie nie. Wieso kannst du das so gut? Du wirst lachen. Wenn ich nicht muss, dann tue ich sogar ganz gern. Und auch ganz gut. Sag, bist du noch immer bei der Export-Import-Firma? Die gibt's nicht mehr, nein. Aber ich mache Spanisch-Übersetzungen und gebe Spanisch-Stunden und dann lektoriere ich in einem Verlag ein bisschen. Das ist ganz lustig. Und nebenbei versuche ich wieder was Fixes zu finden. Hoffentlich langweilst du dich nicht heute zu sehr bei uns. So lustig sind die nicht. Ein Kollege von meinem Mann, das ist ein alter Junggeselle. Dann sein Chef. Auch ein Junggeselle? Nein, Witwer. Ach,
Und dann ist ein Junge, aber den kenne ich noch gar nicht. Und wir haben uns halt gedacht, noch eine Frau sollte dabei sein. Und weil du die Einzige bist, die mir eingefallen ist, weil du auch die Einzige bist, wo ich gern mag, dass sie da ist. Ich verstehe schon. Ich werde mein Bestes tun, die Herren zu unterhalten. Nein, 2 bis 3 Minuten muss der Braten noch drin bleiben. Aha. Eigentlich schade, dass ich deine Kinder nicht sehe. Ich war schon so neugierig auf sie. Na, vielleicht ergibt sich's ein anderes Mal. Weil du vorhin gesagt hast, ja, dass du hier und da ganz gerne kochst. Und auch ganz gut. Hier und da. Hier und da reichert mir es auch. Hier und da ist fast alles zum Ertragen. Aber ich wollte dich ja eigentlich ganz was anderes fragen. Ob ich derzeit einen Mann habe? Nein. Also direkt wollte ich es auch nicht fragen. Warum nicht? Wir sind doch schließlich Freundinnen. Nein, bitte nicht die Creme, bitte. Also ich frag dich direkt. Also frag. Bist du allein? Ja, seit einem halben Jahr. Das ist auseinandergegangen. Über Nacht sozusagen. Und das sagst du so einfach? Gesagt wäre sie einfach, aber getan war es diesmal nicht so einfach. Ist das der? Ja, der. So, jetzt ist der Braten fertig, glaube ich. Weißt du, Erika? Na? Ich habe dich schon bewundert, wie wir noch kleine Mädeln waren. Und jetzt tue ich's auch. Wahrscheinlich geschieht's mir recht. Weißt, ich hab's immer ein bisschen drauf angelegt, bewundert zu werden. Ja, das ist eine sehr emanzipierte Frau, wissen Sie. Eine Frau, die sich ihr Leben sozusagen selbst gestaltet, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, ich kann mir's vorstellen. Meine Mama, die ist auch so eine Frau, die sich ihr Leben selbst gestaltet. Sie wissen ja, ich kenne das. Die Erika, die Frau Solokowski, die ist aber erst so alt wie meine Frau. Ihre beste Freundin seit der Schule. Ist sie... Ja? Ja, ich meine, ist sie... verheiratet? Ja. Nein. Verstehe. Das heißt, sie war's. Was? Verheiratet. Natürlich. Schön. Na ja, nicht gerade das, was man eine klassische Schönheit nennt, aber... war attraktiv. Das habe ich jetzt nicht gemeint, aber wenn wir schon davon reden, hässliche Frauen sind mir lieber. Aber? Ja, hässliche Frauen, die wirken immer so beruhigend auf mich. Während attraktive Frauen... Verstehe, ja. Da fürchte ich, da haben wir die Falsche eingeladen. Ah, Sie entschuldigen mich wieder, Herr Kollege. Das wird jetzt der Chef sein oder der Liguster. Einen Augenblick, bitte. In 5 Minuten sind wir's. Treten Sie ein, bringen Sie Glück. Also du bist es. Authentisch, ich bin's. Ich hab geglaubt, du bist... Ist es dir unangenehm? Nein, aber wir... Na, da komm rein. Stehen. Ich hab geglaubt, du bist unten. Ja, das hab ich auch geglaubt. Na, bei den Geschwistern. Und jetzt bin ich hier. Habt ihr schon gegessen? Nein. Fein, lege mein Teller auf. Ja, was? Zieh dich bitte um. Mag ich nicht. Warum nicht? Ja, weil der biblische Papa, weißt du, in der Story mit dem verlorenen Sohn, wo das Kalb geschlachtet wird und... Ja. und der hat auch von seinem Sohn nicht verlangt, dass er sich umzieht, wer die gefüllte Kalbsbrust gekriegt hat. Na, geschorsch. Außerdem ist mein Anzug in der Reinigung. Naja. Aber dann zieh dir bitte diese Tennislatschen aus und ordentliche Schuhe an. Der verlorene Sohn wäre froh gewesen, wenn er solche gehabt hätte. Der ist nämlich barfuß ins geliebte Vaterhaus zurückgekatscht. Hast du einen Rückfall in Spätpubertät, was? Möglich. Durchaus möglich.
Die Jugend heutzutage, ich sag dir, wird nicht reif. Wird einfach nicht reif. Jetzt verstehe. Aber ich bin 22 und da geht es nicht mehr so einfach. Hast du eine Ahnung? Ich leg mir jetzt einen Teller auf. Pardon, ein Gedeck. Heute wird bei den Merians nicht gegessen, es wird gespeist. Grüß Gott, Herr Doktor. Grüß Gott. Herr, Sie sind der Heini. Ja, oder vielmehr der Schasch. Ach so? Wie die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht. Dabei ist der Heini der Jüngere. Ach so. Das auch noch. Es sind hübsch, die Holzschnitte da. Ja, ja. War noch teuer. Sagen Sie, kommt da noch ein Gast? Ist schon da. Wer? Ich. Wenn Sie nichts dagegen haben. Ach nein, sollte ich auch. Also eines sage ich Ihnen gleich, ja, essen kann ich nichts. Ja, mein Ulkus. Ja, Ulkus. Und wie es dabei riecht, der Kalbsbrust, kennst du? So viel ich weiß, ja. Ja, so viel, der, wie riecht das nicht? Offenbar mit einer hervorragenden Fülle. Ewig scharf, das. Wissen Sie, was ich hätte werden sollen? Na, im Augenblick bin ich. Parfum, Sachverständige. Ah. Ich glaube, aber das Beste an mir ist meine Nase. Ah. Sag mir was. Könnte jeden Haschischspürhund vor Neid erblassen lassen. Ja. Ja, mich, wenn Sie ihn Schwächert einsetzen täten. Aber was bin ich geworden, Steuerberater. Sollte meiner Frau sagen, dass sie vielleicht ein Weiches ist? Nein, das ist nicht notwendig. Nein, das macht überhaupt keinen. Nein, schauen Sie. Was? Ich schaue halt zu, ne? Trink ein Schluckerl Mineralwasser. Hm. Ich mein Schicksal. Ah, Sie sind schon da. Es freut mich, Sie zu sehen. Grüß dich, meine Frau. Ich habe ein paar Blumen mitgebracht. Hoffentlich haben Sie einen ordentlichen Hunger mitgebracht. Bitte, wenn Sie weiterkommen wollen. Oh, entschuldigen Sie. Wenn Sie bitte vorausgehen. Nein, bitte, ich warte da, da geht's dann auf einmal. Doktor. Ich weiß das noch von früher, ist immer so durcheinander mit den Gästen, einer nach dem anderen. Ich gebe das. Hallo, Herr Kollege, treten Sie ein. Grüß Gott, hoffentlich bringe ich das Glück herein. Guten Abend, Herr Chef. Grüß Sie, ohne Mantel bei dem Wetter? Ich gehe immer ohne Mantel. Warum? Weil ich ihn dann nirgends hängen lassen kann. Und weil er mir dann nicht gestohlen werden kann. Und weil sich ohne Mantel eine gewisse physische Abhärtung einstellt. Und reicht! Ich kann Ihnen noch ein Dutzend Gründe aufzählen, falls Sie das interessiert. Also so kommen Sie so bitte weiter. Der Dr. Rameda wartet schon lange. Könntest du einen Augenblick... Oh. Ligusta. Michael Ligusta. Freut mich sehr. Sie müssen mich noch eine Sekunde entschuldigen. Bitte, komm und schneid den Braten auf. Bitte. Ja, sofort. Man muss doch die Wenn, beiden, gnädige Frau, gestatten... Ich bin der geborene Aufschneider. Wirklich? Ja, ich garantiere es. Ja, wenn es Ihnen nichts ausmacht, Herr Ligusta. Das ist ein Vergnügen für mich. Oh, bitte, kommen Sie nach. Dieser Knabe hat erstaunliche Begabungen. Ja, das ist sehr schnell eingearbeitet. Ja, du kannst leider, das muss ich wirklich sagen, nur der Dr. Rameda. Na, bitte, bitte, komm nicht rein. Wenn ich mir gestatten darf. Oh, das ist aber wirklich lieb. Ich weiß schon. Normalerweise bringt man Blumensträuße mit, aber die verwelken immer so geschwind. Ein Kaktus hingegen, der hält selbst im schlimmsten Fall mindestens ein Jahr. Außerdem, die Sorte hält es auch in der Küche aus. Und bitte bis März nicht gießen. Ja. So, und jetzt zeigen Sie uns, was Sie können. Von uns zwei will nämlich keine Schuld sein, wenn das Prachtstück auseinanderfällt. Also her mit dem Prachtstück. Fantastisch. Woher kennen Sie das? Wissen Sie, Frau, wie ich damals als Schiffskoch nach Ceylon gefahren bin, da war das sozusagen mein tägliches Brot. Ja, und eigentlich wollte ich ja Chirurg werden.
Ach so, Sie sind der, der Jus studiert. Mhm. Erraten, erraten. Mhm. Im 6. Semester, falls es Sie interessiert. Na, da haben Sie eine ganz schöne Strecke vor sich. Mhm. Mindestens noch einmal 6. Macht Spaß? Hm? Enorm. Einfach enorm. Damit hat es überhaupt keinen Spaß gemacht damals. Was Sie nicht sagen? Ich hab das entsetzlich fad gefunden. Aber warum haben Sie es denn dann gemacht? Hat Ihr Papa, ich meine Ihr Vater, so gewünscht? Meiner wünscht's nämlich. Na, so ist das wirklich nicht. Ich hab dich wirklich nicht gezwungen dazu. Gezwungen nicht? Aber du hoffst es. Ja, Herr Kollege, Sie also haben doch... Mein Vater wäre Zoologie lieber gewesen. Warum gerade Zoologie? Ja, weil er Tiergartenwärter war. Mein Vater. Im Ernst? Nein, Schönbrunn. Na, aber entschuldigen Sie, warum soll das nicht ernst sein? Tiergartenwärter muss es geben. Und wenn es sie gibt, dann muss es, ich meine, gelegentlich auch Tierwärter Söhne geben, wenn er vom Vater gehört hätte. Wäre ich heute vielleicht Tiergartendirektor. In Schönbrunn? Natürlich. Was bin ich stattdessen? Na? 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 Nee. So, damit er warm bleibt. Bin ich froh, dass ich so gute Helfer gefunden habe. Die Kalbspost wäre mir daneben gegangen. Darf ich? Bitte Sie. Erstens kann ich das sehr gut. Aus der Zeit, als ich Casino-Kellner in Monte Carlo war. Was? Wieso waren Sie Casino-Kellner in Monte Carlo? Weil ich Trottel dort mein gesamtes väterliches Erbe verspielt habe. Wie? Das ist ja der reinste Schauerroman. Na, so groß war das Erbe wieder nicht. Und außerdem, warum sollen immer die Frauen die Männer bedienen? Heutzutage, ich bin für Emanzipation. Kannst du es der oder ist der wirklich so komisch? Das kann ich dir nicht sagen, ich kenne ihn nicht eine Sekunde länger als du. Aber er gefällt mir offensichtlich enorm. Ich habe seit Jahren nicht mehr so einen amüsanten Menschen kennengelernt. Na, und die Geschichte da mit dem Kaktus? Hm? Er ist nicht recht. Und noch Kalbsbrust rieche ich auch. Oh, das tut mir leid. Oh. Die steht ja ausgezeichnet. So, und jetzt komm. So, nein, ich muss die Blumen. Gnädige Frau, darf ich jetzt? Oh, das ist lieb. Sie sind also der Neue, von dem mein Vater so begeistert ist. Ah, ist er das? Sie ist er. Danke. Meistens fürs Falsche. Es ist interessant, wie Sie das sagen. Ja, selbstverständlich. Geh bitte. Entschuldigung. Achtung. Erika, darf ich dir den Chef meines Mannes vorstellen, Dr. Steinhauser? Frau Erika Solokowski, eine Freundin von mir. Hoffentlich kennen Sie Ihre Bücher. Darf ich Ihnen was sagen? Falls Sie einen guten Rat für mich. Ja, habe ich. Nie Alkohol, wenn es eine vor der Welt graust. Hm? Sehr erfreut. Aber wissen Sie, dass mir vor der Welt graust? Ja, und. Sagen Sie, wer ist das? Sind Sie gut? Haben Sie den Weg gleich her? Erika. Weiß nicht, wie noch. Offenbar Schulfreundin Ihrer Mutter. Schreibt Bücher. Das ist ja. Was? Die haben mir irgendwie ganz anders vorgestellt. Wie denn? Älter oder so. Was für Bücher hat sie geschrieben? Zum Beispiel Jung oder Alt, eine Willenssache, Willensfrage, hat ganz gute Rezensionen gehabt. Und das ist der Schorsch, unser Ältester. Grüß Gott, das freut mich aber sehr. Ich bin groß geworden, gell? Ja, sehr groß und sehen sehr gut aus. Kennen Sie mich noch? Weiß nicht, müsste ich? Na, wie du noch ein ganz kleiner Bub warst, da war die Erika. Bitte, darf ich jetzt zu Tisch bitten? Herr Doktor, wenn Sie so nett sind, sich da. Nachher wir setzen Herr Ramede hier, bitte. Und Erika? Ja, nein, Erika, du kommst. Na, sind schon beunruhigt. So. Natürlich, ich schwitze. Magister? Ja. Na, Schorsch, du weißt ja sowieso. Magister? Bitte, nehmen wir es auf den Reis. Bist du so nett? Bitte. Und jetzt hoffe ich, dass sich alle wohlfühlen und sich das Essen gut schmecken lassen. Mhm. Ihr wart's aber lang weg. Na, die Stadel da unten dazu, weißt du? Wir haben bis zum Gürtel gehen müssen. Aber der Leberkäse, der ist viel besser und schau, für Zwiebeln hat's auch noch gereicht. Ist ja direkt luxuriös. Fertig. Bitte Platz nehmen zum Abendessen. Also, es lebe der Schorsch. Er hat uns gerettet.
Schorsch rettet. Ach, das findet sich. Stimmt's, Heini? Naja, soweit es mich betrifft, ja. Aber den Schorsch? Ja. Naja, aber glaubt's mir. Der ist viel komplizierter, als er ausschaut. Ja, ich glaub's. Ein Glück, dass Sie da sind. Das ist lieb, wie Sie das sagen, Frau Miriam. Nein. Oh. Oh. Nein. Ich schaue mich sehr gut aus. Wunderbar. Wie im Gasthaus. Danke. Ich gebe Ihnen auch gleich eins, Schorsch. Dann geht's schneller, ja? Danke sehr. Übrigens, das war sehr gescheit, was Sie da gesagt haben. Finden Sie wirklich? Sie kennen mich nicht. Sonst wüssten Sie, dass ich immer meine, was ich sage. Ihre Bemerkung, dass die Leute Luxus mit Gefühlen treiben, trifft's genau. Danke. Das kommt nicht in Frage für mich. Er weiß doch, mein verflixter Ulkus. Ja, geht nicht. Aber die fühle wenigstens, ja, nur damit meine Frau erfreut. Die Probleme des anderen kümmern wollen und also, so weiter. Batzel zum Kosten halt bitte. Lassen Sie sich mal das wieder ein bisschen. So, ja. Nein, bitte einen Moment. Das ist noch ein schönes Stück. So, ein kleines Batzel, ich danke. Vorschriften, die wir uns gegenseitig machen. Danke. Ja, ich weiß nicht. Wenn ihr vielleicht ein halbes Stückerl. Doktor, na. Ich habe nämlich zu Hause schon einen Teller Eiernockerl mit Salat. Sie wissen ja, die Mama, meine Mama, nämlich. Na. Ja, gib's her. Einen Anschnitt für den Hausherrn. Ich bin ja nur Jurist, wissen Sie, und auch nicht so sensibel wie zum Beispiel mein Bruder Heine. Er ist auch dichterisch begabt und schiebt manchmal tolle Sachen in der Richtung raus. Aber so viel bin ich auch schon drauf gekommen, dass die meisten Menschen wie schlechte Schauspieler irgendwelche Rollen spielen, die sie irgendwoher abgeschaut haben. Vom Film oder aus Büchern. Sie denken viel nach, gell? Ja, schon. Es fällt mir ein bisschen schwer. Es klingt vielleicht sehr dumm, aber ich fange eigentlich jetzt erst mit Nachdenken an. Oh, das haben Sie fantastisch gemacht, Herr Magister. Ich werde Ihnen eins von meinen Büchern schenken. Da werden Sie sehr viel Ähnliches drin finden. Haben Sie das alles im Casino gelernt? Ja, anderswo auch. Ich bin ein bisschen ein Herumtreiber. Einer meiner Urgroßmütter, eine Zigeunerin. Und ich habe das noch heute im Blut, sozusagen. Zigeunerin, Zeller und Monte Carlo. Also ich muss schon sagen, so ein Steuerberater wie Sie ist mir noch nicht untergekommen. Da müssen Sie die 37. ASVG-Novelle heranziehen, lieber Doktor. Hm, auf die wäre ich gar nicht gekommen. Nein, ich weiß schon, was Sie meinen. Sie meinen den Paragraph, den 17. Literatur, ganz unsichtbar Paragraph. Ah, 20 Sekunden. Das hat ein kleines Batzel. Ein kleines Batzel. Ach so, ja, natürlich. Ist ja mehr. Ulkus. Ja, Ulkus. Ja. Und hab dort. Das ist ja viel toller, sie wenigstens ordentlich. Also. Ich hab Perlen gezeigt und hab gesagt, 17 Liter C. Oh je. Sie auch, Kollege? Nein, natürlich. Ganz Prost. Das ist wirklich delikat. Ja. Ich nehme nur ein Stück Fleisch, ohne Fülle. Schorsch, magst du vielleicht einen Schluck Wein? Ja, danke. Und die Bilder an, oder? Wissen Sie, mich halten alle für, naja, so fescher Kerl und. Ja, aber das sind Sie doch. Sie sehen sehr gut aus, mein Lieber. Ja, ja schon, aber. Aber gerade deswegen glaubt mir einfach niemand, dass das. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich verstehe Sie schon. Sprechen Sie ruhig weiter. Ich verstehe Sie schon. Ja. Und da bin ich in Hongkong hängen geblieben, weil mir dort irgendein Biermäse oder, ja, kann auch sein, Singalese, das letzte Geld gestohlen hat. Unglaublich, Hongkong? Was haben Sie denn in Hongkong gemacht, Herr Magister?
Das war nicht sehr lustig. Aber sagst du nicht immer Herr Magister zu mir? Ich kann Sie doch nicht mit dem Vornamen. Wie heißen Sie denn? Michael. Ich glaube, da werden wir mit einer Absicht. Also, Herr Magister, was war denn in Hongkong? Darf ich etwas sehr Dummes sagen? Noch was Dummes? Sie haben doch heute noch gar nichts Dummes gesagt. Also los. Sie riechen so gut. Nach was? Hübsch, dass Sie das bemerken. Und was haben Sie vorhin gemeint? Ach, sind Orangenblüten oder so. Wirklich? Warten Sie. Ich muss sagen, es schmeckt weniger nach Kochbuch. So können Sie es besser riechen. Großmutterrezept, das ist ja viel besser. Fantastisch. Und einfach fantastisch. Ja, fantastisch würde ich die Lage bei der kleinen Feinsteuer ja nicht gerade nennen. Ich meine die Kalbsbrust. Nein, nein, aber man müsste die Situation dort entflechten. Das ist eine gute Idee, das ist eine ausgezeichnete Idee. Finde ich auch. Vorbehaltlos. So ein Genie, Dr. Mehrer. Ehrlich gesagt, auf die Idee hat mich der Magister Ligusta gebracht. Ich bringe euch in einen Meister. Das war Japanisch. Und Spanisch? Na, Spanisch kann ich auch ein bisschen. Ligusta, das schau, was der nicht alles kann. Wie der mir vorkommt. Es usted una señora de casa, más encantador, que le visto und mal wieder. Y usted, Lucenzara? Es un esposo también muy encantador que ha encontrado hasta ahora. Y además, espero volver a verlo usted muy pronto. Espero al mismo para mí. Also, ich glaub. Ja, ich glaube auch. Alles in allem? Großen und Ganzen. Was ist hier nicht Abend? No, ich würde sagen, ein geglückter Abend. Was sagst du zu dem Ligusta? Ja, ganz nett. No, nett, hör mal. Also direkt hinreißend. Wenn hier eine Frau wäre, die den geradezu faszinierend finde, verstehe ich nicht. Ja, er ist wirklich sehr nett. Und was sagst du jetzt zu Erika? Erika? Na, die schaut sehr gut aus. Ich habe mich zwar kaum mit ihr unterhalten. Naja, ihr mit eurer ewigen Steuerberaterei. Geh, stell es bitte auch hinein. Ja. Danke. Na, hat keinen Platz. Geht's nicht hinein? Aber also, ich habe mich so gefreut, dass die Erika sich so um den Schorsch gekümmert hat. War das für dich sehr mühsam, sich mit ihr zu unterhalten? Nein, eigentlich nicht. Schau, nur drei Portionen sind übrig geblieben. Und der Heini, die Claudia und die Viola waren gleich am Mittagessen. Hey, komm, das bleibt da. Gibt's das in der freut mich, dass er das tut. Vielleicht wird er da noch erwachsen, der Bub. Zeit wär's.